Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Harry Potter Hogwarts Mystery. Wir befinden uns in Kapitel Nummer, jetzt habe ich es natürlich schon wieder vergessen, in Kapitel Nummer 8 und wollen uns mit Ben treffen. Und das machen wir jetzt. Ich habe natürlich volle Energie. Mussten wir, wenn wir uns mit Ben treffen, eigentlich irgendwas in Richtung Energie machen? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Wir können natürlich noch mit Rowan üben. Ich will jetzt gerade mal schauen. Ja gut, selbst wenn wir das Kapitel abschließen, wird es noch kein Level abgeben. Deshalb, wir treffen uns jetzt erstmal mit Ben. Wir wollen ihn ja, glaube ich, überreden, dass er mit uns mitkommt auf der Suche nach dem verbotenen Korridor. Danke für deine Zeit, Ben. Klar, Samara, du bist einer der Menschen, in deren Gesellschaft ich mich nicht ganz so unwohl fühle. Ich brauche deine Hilfe. Ich schulde dir etwas, weil du mich vor Marula gerettet hast, solange es sich nicht um etwas handelt, das zu gefährlich ist. Ja doch, es ist ja gefährlich. Ich will dich nicht anlügen, Ben. Wir gehen in einen verbotenen Korridor und müssen dort an Mrs. Norris vorbeischleichen, um eine rätselhafte verschlossene Tür zu öffnen. Ich wünschte, du würdest lügen. Warum willst du in diesen Raum rein? Das ist eine lange Geschichte, Ben. Wenn du mich wirklich überzeugen willst, mitzukommen, musst du mir schon die ganze Geschichte erzählen und meine Nerven beruhigen. Okay, das ist was, das uns keine Energie kosten wird. Aber trotzdem mache ich das jetzt direkt. Und, vielleicht können wir damit tatsächlich das Kapitel abschließen. Ich werde niemals tapfer genug sein, um mich dir anzuschließen, aber du kannst es ja mal versuchen. Okay, jetzt müssen wir ihn überreden. Warum ich? Du hast Talent für Zauberkunst, du bist eine Meisterduellantin, du bist meine Freundin. Ja, etwas falsch. Ich würde jetzt mal das erste nehmen, weil er hat nun mal ein Talent für Zauberkunst. Okay, ja, das letzte wäre gut gewesen. Ja, ich sollte mehr auf die Freundschaft bauen, okay. Gott sei Dank kriegen wir noch gut Bonus. Aber ich bin ein Feigling. Ich fürchte mich auch. Du wirkst immer so tapfer. Du musst dich deinen Ängsten stellen. Ja, das erste oder das letzte? Aber vielleicht macht es ihm mehr Mut, wenn er weiß, dass wir auch Angst haben. Ja, tatsächlich. Oh ja, das gibt richtig was, okay. Er fürchtet sich immer noch, okay. Sobald du mal... Keine Sorge, Rowan. Ja, das ist natürlich total falsch, weil, ja. Das Spiel, das denkt gerade, wir reden mit Rowan. Wirst du mich beschützen? Ich werde mein Bestes geben. Wir werden uns gegenseitig schützen. Marula wird uns vielleicht beide schützen. Nein, wenn dann das Mittlere. So. Und damit haben wir ihn schon überzeugt. Ich habe immer noch Angst, aber ich werde alles geben, um dir zu helfen, Samara. Oh, das hat jetzt schon wieder mal ein bisschen mehr Punkte gegeben. Ich weiß nicht, Samara, bist du dir sicher, dass ich dir da helfen kann? Ich habe dich in Zauberkunst beobachtet, Ben. Du bist ein mächtiger Zauberer. Wenn ich an Mrs. Norris die verschlossene Tür und was auch immer sich dahinter befindet denke, wäre ich schon sehr froh, Rowan und dich an meiner Seite zu haben. Okay, ich komme mit. Großartig, danke, Ben. Du solltest mir erst danken, wenn ich nicht in Panik davonrenne, sobald ich Mrs. Norris sehe. Ja, das klingt doch schon mal gar nicht schlecht. Wir haben auch ordentlich XP bekommen. Und starten in Kapitel 9. Im Raum. Gegen Ende deines ersten Jahres in Hogwarts bist du endlich bereit, den verschlossenen Raum zu betreten. Nun wirst du erfahren, was sich dahinter verbirgt. Oder darin verbirgt. Ja, das ist doch schon mal ziemlich geil. Allerdings können wir da erst in 8 Stunden weitermachen. Das wird dann bei mir heute Abend sein. Und Rowan will mit mir sprechen. Und wie sieht's aus? Okay, das waren jetzt 250 Punkte. Das heißt, wir brauchen nochmal ungefähr, ich schätze mal so 300, um das Level zu schaffen. Dann müssen wir natürlich in der Hauptstory fortfahren. Und ja, wir können neue Lektionen lernen. In dem Fall im Besenfliegen. In 8 Stunden treffen wir uns dann in den Westtürmen vor dem Haus Gryffindor, wo wir dann wahrscheinlich Ben abholen werden. Und wir wollen noch mit Rowan üben.
Und wir haben eine neue Nebenquest mit Rowan. Was machen wir denn jetzt zuerst? Also das hier steht ja noch ziemlich aus. Den Geist für das Duell schärfen. Deshalb werde ich damit jetzt erstmal weitermachen, damit wir diese Nebenmission vielleicht mal irgendwann bewältigt bekommen. Das war das hier, ne? Ja. Genau, eine 3-Stunden-Mission und das wird unsere ganze Energie aufbrauchen, aber ich kann ja in den Gängen noch welche sammeln. Ich habe jetzt hier gerade keine Option, hier weiter zu klicken. Zumindest war es jetzt nicht. Achso, das Buch ist umrandet, das sieht man kaum, okay. Tatsächlich. Ja, okay, unsere Energie ist jetzt schon gleich wieder weg. 3 Punkte haben wir noch, jetzt nur noch 2. Einen. Ja, ich fange mal damit an und dann schauen wir mal, wo wir noch ein bisschen was abstauben können. Also es geht dann durchaus voran in der Geschichte und wenn es dann in 8 Stunden, also wie gesagt, bei mir wird das so am frühen Abend sein, soweit ist, dass wir mit Ben weitermachen können oder mit dieser, ja, Quest verbotener Korridor, werden wir dann natürlich das erstmal vorzugsweise abhandeln. Hier ist sonst nichts weiter. Ich weiß, ich mache das gerade ein bisschen durcheinander. Ich habe übrigens auf Alex Bitte hin versucht, ob wir den Porlock, den wir übrigens noch füttern müssen, also ich habe versucht, wenigstens den Porlock in Mufflon umzubenennen. Auch das ging leider nicht. Ich habe es fast befürchtet. Also irgendwas hat das Spiel gegen diesen Namen. Ich verstehe es zwar nicht, aber wir müssen es jetzt leider einfach mal so hinnehmen. So. Und damit haben wir das hier alles abgegrast. Schauen wir mal. Aber das wird natürlich nicht reichen, das wissen wir ja schon. Ja, mit 5 kommen wir da jetzt nicht durch. Es fehlt nicht mehr sehr viel. Aber ich denke mal, ja, wieder so 8 Punkte ungefähr. Ja, wir warten natürlich. Und wir werden jetzt dann natürlich jetzt gleich wieder einen Schnitt machen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir das hier abhandeln können. Danach werden wir uns ja wahrscheinlich mit Chester duellieren. Und dann schauen wir mal, was sonst noch so auf uns wartet. Vielleicht mache ich das sogar schon fertig, offscreen. Da werdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht allzu viel verpassen. Und es geht dann wahrscheinlich mit dem Chester-Duell weiter. Vielleicht kann ich sogar schon ein bisschen Unterricht fertig machen. Wie sieht es denn eigentlich hier aus? Wir haben 9 komplette Sterne, also aus Unterrichtsstunden. Das heißt, wir bräuchten noch 6 Stück, um die nächste Gewinnstufe freizuschalten. Wir haben 21 Bücher. Ich würde gerne ja diese beiden schaffen. Dann hätten wir nämlich 30 und könnten die Fee adoptieren. Und was wir jetzt aber noch schnell machen, ist, dass wir nochmal kurz zu unserem Porlock schauen. Boots hat's gemacht, das war mein Handy. So. Der Niffler ist ja sowieso fertig gelevelt. So, erstmal hier die Bindung aufbauen. Sehr schön. Und füttern. Das ist wirklich nett gemacht. Da haben sie sich auch sehr viel Mühe mit dem Design gegeben. Das gefällt mir wirklich richtig gut. Ja, 69 von 90. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn wir noch einmal füttern, aber ich glaube, wir brauchen ergeben Level 3 oder 4 oder so Minimum,
um ihn fertig gelevelt zu haben, aber es wird auf jeden Fall nicht mehr allzu lange dauern. Okay, dann geht's dann jetzt gleich weiter und entweder mit dem Duell mit Chester oder mit der Story. Eins von beiden. So, die Energie ist jetzt nicht ganz voll, aber dafür reicht's jetzt auf jeden Fall. Und dann schließen wir jetzt mal dieses Lernen für Duelle mit Rowan ab. So, ich hoffe, das reicht jetzt so. Ja. Ja, für das Event gibt es leider keine Punkte, weil es kein Unterricht ist. Diese Duellbücher waren wirklich eine große Hilfe. Ohne dich hätte ich keine Chance gegen unseren Vertrauensschüler. Theoretisch sind deine Chancen immer noch minimal. Die kann einem echt Mut machen. Das bedeutet sehr klein. Ich bin ja nicht doof. Ja, genau. Ja. Haha. Sie kann einen da wirklich motivieren, ne? In einer Stunde darf ich das Duell machen. Ach, schade. Ich habe gehofft, ich darf es gleich machen. Ja. Das ist jetzt natürlich saublöd, weil ich wollte da jetzt eigentlich nicht noch großartig was anderes vorher anfangen. Ich soll noch mit Rowan in der großen Halle sprechen. Das ist noch eine Sidequest. Das können wir ja mal kurz machen. Mal schauen, was sie uns da noch zu sagen hat. Warum hast du nicht mehr Zeit im Ravenclaw-Gemeinschaftsraum verbracht? Ich hatte viel Spaß. Ich hab mich auf anderes konzentriert. Ich habe ja keinen Ärger bekommen. Also nicht so wirklich. Ja, ich habe jede freie Minute damit verbracht, das Schloss zu erkunden und nach Hinweisen auf meinen Bruder zu suchen. Also du solltest wirklich mehr Zeit mit den anderen Ravenclaws verbringen. Dein Haus ist deine Familie in Hogwarts. Wir sind hier, um einander bei Problemen zu helfen. Es ist tatsächlich für eine Familie, die kann man sich nämlich auch nicht raussuchen. Du hast recht, Rowan. Ich sollte mehr Zeit im Ravenclaw-Gemeinschaftsraum verbringen. Ja, toll. Später findet ein Haustreffen statt, in dem wir Strategien besprechen werden, wie wir uns am besten auf die Jahresabschlussprüfungen vorbereiten können. Ja. Wir sind Ravenclaws. Es ist nie zu früh, um mit dem Lernen für unsere Prüfungen zu beginnen. Ja, die Ravenclaws sind ja, die Gelehrigen, die Weisen, und in einer Stunde findet das Haustreffen statt. Das heißt, da komme ich jetzt gerade auch noch nicht weiter. Das ist ja ganz toll. Was haben wir hier noch? Mit Chester duellieren. Ja, genau. Also diese zwei Sachen, da geht also noch gar nichts voran. Hier haben wir auch noch 6,5 Stunden Zeit. Und ich könnte natürlich die Besengeschichte machen. Das werde ich dann offscreen machen. Das heißt also, ihr hattet jetzt nur eine ganz kurze Einblendung. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es mit dem Duell mit Chester weitergeht. Und vielleicht auch mit dem Haustreffen in Ravenclaw. Und vielleicht sogar damit, dass wir Ben abholen. Allerdings, das glaube ich, das schaffen wir jetzt noch nicht in dieser Folge. Aber die anderen beiden Sachen, die werden wir dann gleich noch abhandeln. Bis jetzt. So, da sind wir wieder. Und jetzt schauen wir mal, was wir für einen Fortschritt erreicht haben. Da hat sich einiges getan. Zum Beispiel sind wir bei den Attributwerten jetzt schon ein ganzes Stück nach oben geklettert. Und auch im Gesamtlevel sind wir jetzt schon auf 10. Wir hatten also ein Level-Up, als ich offscreen gelevelt habe. In diesem Event habe ich jetzt auch schon ein bisschen abgesahnt. Da fehlen mir jetzt nur noch 4 Bücher, damit ich die 4 Sterne, damit ich die nächste Herausforderung oder die nächste Stufe, die nächste Gewinnstufe erreiche, damit wir dann unsere Fee adoptieren können. Borlock habe ich natürlich auch weitergelevelt. Ja, ich habe ein bisschen Unterricht besucht und ja, ganz kurz zur Info: Dieser Abschnitt wird gerade nachsynchronisiert. Ich hatte bei der Haupt Aufnahme aus Versehen das Mikro ausgeschaltet. Also, was ihr bisher gesehen habt, war alles Originalton in dieser Folge, aber das hier ist jetzt gerade kurz nachsynchronisiert. Und wir wollen uns jetzt mit Chester duellieren. Wir könnten auch schon mal die Hauptstory fortfahren. Ich habe hier auch die Besenflugstunden abgehandelt. Und wir haben an Nebenquests, abgesehen davon, dass wir uns mit Chester duellieren wollen, noch die Option, an einem Haustreffen teilzunehmen. Ich bin nämlich schon mal zu Rowan in die große Halle, habe mich kurz mit ihr unterhalten. Das war ja ein kleines Nebenziel. Und da hat sie nur gesagt: Hey, du solltest öfter mal in den Gemeinschaftsraum kommen. Nimm doch am Haustreffen teil. Da werden wir besprechen, wie wir uns auf Prüfungen vorbereiten können. Und ja, das habe ich noch nicht gemacht, das Haustreffen, aber diese Unterhaltung mit Rowan hatte ich. Und wir duellieren uns jetzt erst einmal mit Chester. Ja, bist du bereit für unser Duell, Samara? Ja, die unterste Antwort ist ein bisschen sehr überzogen. Also,
Man muss es jetzt auch nicht übertreiben. Ich entscheide mich für Ich bin bereit. Ich habe alle Duellbücher gelesen, die ich finden konnte und bin optimal vorbereitet. Ja, sind wir ja auch. Übrigens wird sich diese Nachsynchronisation bis zur Mitte der nächsten Folge hinziehen. Gut gemacht, ohne Vorbereitung. Man wächst nur an seinen Herausforderungen und brauchst stärkere Gegner, um dich zu verbessern. Ich möchte nur, dass du alles gibst, wie bei deinem Duell mit Copper. Ja, dann legen wir mal los. Das Duell mit Chester ist gar nicht so ohne. Ich weiß jetzt halt nicht, ob es wirklich so ist, dass es grundsätzlich ein schwererer Gegner ist. Oder, also, ob das wirklich zufallsbedingt ist, was er für einen Zauber wählt. Da bin ich mir halt einfach nicht ganz sicher. Ich glaube, dass ich jetzt bei diesen Duellen mit Chester und mit Rowan und mit Ben tatsächlich immer die gleichen Zauber am Anfang hatte. Und, ja, wir sind jetzt hier tatsächlich schon gezwungen, uns zu heilen, weil er uns mit Verbrennung geschlagen hat über 2 Runden. Und da würden wir doch immens Energie verlieren. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Defensivzauber anwendet, dann hat man danach nur die Möglichkeit zu sagen, heilen oder eine Fiole werfen. Während jetzt aggressiver Zauber, wenn man damit gewinnt, eben die Flüche, glaube ich, anbietet. Allerdings gehe ich nicht so sehr danach, was will ich zaubern, sondern was glaube ich, was mein Gegner benutzt. Und das ist halt dann immer so ein bisschen Glückssache. Man kann sich die ersten 2, 3 Zauber vielleicht noch merken, wenn man das mehrmals gespielt hat. Aber dann ist schon Schluss. Und ich bin mir, wie gesagt, auch nicht sicher, ob das zufallsbedingt ist oder ob er immer das Gleiche zaubert. Oder ob er grundsätzlich etwas zaubert, was es uns ein bisschen schwer macht. Kann ich leider jetzt gerade gar nicht sagen. Auf jeden Fall macht er uns doch schon ganz schön zu schaffen. Und ja, es ist halt immer Glückssache, da schon wieder. Und das Blöde ist natürlich, solange ich mich heile, kann ich ihn nicht wirklich angreifen. Also, dann habe ich zwar die Runde für mich entschieden, kann sie aber gar nicht zu einem Angriff nutzen, weil ich erstmal noch mit Schadensbegrenzung beschäftigt bin. Und ja, ich habe jetzt hier gar keine Option, aggressiv einen Fluch anzuwenden, aber ich muss mich wieder heilen. Bei Chester ist es wirklich wichtig, dass man seine Energie oben hält. So. Und jetzt schauen wir doch mal, dass wir ihn einigermaßen kriegen. Also wie gesagt, mit defensiver Magie, jetzt in dem Fall ist es gut, weil ich dadurch die Runde gewonnen habe. Da ich mich nicht heilen muss, werfe ich einfach eine Fiole. Die macht schon auch ganz gut Schaden. Und bei hinterhältig gibt es die Flüche, ich weiß es nicht genau. Und in diesem Fall können wir Expelliarmus anwenden. Und damit sollten wir ihn eigentlich haben. Expelliarmus ist relativ stark als Zauber. Ja. Wir haben gewonnen. Wir kriegen ordentlich XP. Das ist schön. Unglaublich. Du bist wirklich so mächtig, wie ich gehört habe. Vielleicht solltest du mir etwas über Duelle beibringen. Ohne deine Hilfe wäre ich niemals so weit gekommen. Wirst du allen Schülern in Ravenclaw erzählen, dass du einen Vertrauensschüler besiegt hast? Nein. Das ist schon demütigend für ihn. Ich meine, ich bin Erstklässlerin und er ist mindestens 5. Es geht um die Ehre, sondern du sollst etwas lernen. Ja, das kommt immer gut, wenn man als Erstklässler sowas einem Vertrauensschüler sagt. Du solltest etwas von mir lernen. Ich werde Professor Flitwick sagen, dass du eine herausragende Vertrauensschülerin abgeben würdest. Das ist doch schön. Ich habe dir alles beigebracht, was ich über die Ölle weiß. Du solltest in Hogwarts nach einem mächtigeren Lehrer suchen. Ein mächtigerer Lehrer. Ja, das wäre Professor Flitwick. Ja, nochmal ordentlich Belohnung. Und damit haben wir diese Duell-Nebenquest erstmal abgehandelt und können uns jetzt der Hauptmission zuwenden. Nein, oder das machen wir noch nicht, nein. Am Haustreffen teilnehmen, das habe ich jetzt schon absichtlich auf die nächste Folge geschoben. Bespricht die Prüfungen mit den anderen Ravenclaws. Ja, also diese Nebenquests, die sind nicht schlecht, weil man halt wirklich ganz schöne Belohnungen bekommt und sie meistens auch nicht so aufwendig sind. Und oft hat man ja auch bei der Hauptquest längere Wartezeiten und dann kann man sich die Zeit mit Nebenquests und Unterrichtseinheiten vertreiben. Wir werden jetzt aber erstmal uns im Korridor versammeln. Übrigens hatte ich da noch ein kleines Erlebnis. Als ich zufällig in diesen Gang hier kam,
um Unterricht zu leveln und Energie zu sammeln, ist mir plötzlich Filch begegnet. Und ja, er hat gesagt, Mrs. Norris hat ihm mitgeteilt, dass zwei Ravenclaws in der Nähe des verbotenen Korridors waren und ob ich das war. Und ich habe ihn dann abgelenkt, indem ich ihm erzählt habe, dass Peeves, der Poltergeist, irgendetwas plant und dass Mrs. Norris verletzt werden könnte. Und daraufhin hat sich Filch in sein Büro zurückgezogen, um auf Nimmer sicher zu gehen und um Peeves zu überwachen. Das heißt, Filch ist jetzt außer Gefecht. Diese Szene, die kam einfach so, als ich in diesen Gang reinkam. Also da konnte ich nichts vorher anwählen. Es war nur ein ganz kleiner Wortwechsel, deshalb ist es jetzt hoffentlich nicht so schlimm, dass ihr den verpasst habt. Ich gebe zu, dass das viel fürchterlicher ist, als ich es mir vorgestellt habe, und ich denke sehr viel über fürchterliche Dinge nach. Du hast nicht gelogen, als du sagtest, es würde gefährlich werden, Samara. Wir haben ja noch gar nichts gemacht. Oh, da ist Mrs. Norris. Sind alle bereit? Ich bin bereit, beim ersten Anzeichen von Gefahr davonzulaufen. Ich habe die ganze Nacht mit den Karten von diesem Teil des Schlosses und mit unseren Planungen verbracht, Samara. Bereiter werde ich nicht mehr. Ich konnte Filch überlisten, sodass er in seinem Büro bleibt. Aber wir müssen uns trotzdem beeilen. Snape kann jeden Moment zurückkehren. Oder jeden Augenblick. Ja, also da geht es natürlich darum, um diese kleine Begegnung, die ich mit ihm hatte. Ich versuche ja euch immer die Hauptstory komplett zu zeigen, aber wenn dann sowas einfach passiert. Ben wird Schmiere stehen, ja, ganz toll. Rowan wird Mrs. Norris das Schlafmittel geben, wenn ich mit Alohomora die Tür öffne. Ja. Rowan zweifelt schon wieder daran, wie meine Katze dazu bringen soll, Zaubertrank zu trinken. Ich habe ihn mit Milch vermischt. Schütte alles einfach auf den Boden und sie wird es auflecken. Ja, ob das so einfach geht, man kann jetzt Zaubertränke nicht einfach mit irgendeiner anderen Flüssigkeit vermischen. Manchmal würden sie dadurch die Wirkung verlieren. Zum Beispiel Wolfsbanntrank, ein Trank, der verhindert, dass man zum Werwolf wird, wenn man eigentlich ein Werwolf ist. Wenn man den mit Zucker vermischt, verliert er seine Wirkung. Ich habe mir meine Zeit in Hogwarts in allen Farben ausgemalt, aber ich hätte nie gedacht, dass ich mal einer Katze Schlafmittel geben würde. Oh mein Gott, das ist ja auch sowas von abgefahren. Oh Mann. Ja, aber es klappt, Mrs. Norris trinkt den Schlaftrank oder das Schlafmittel. Toller Plan, Samara, du hast echt ein Talent dafür. Wenn es mit der Zauberei nichts wird, solltest du unbedingt eine Karriere als Einbrecherin in Betracht ziehen. Naja, jetzt wollen wir es mal nicht übertreiben. Beeilen wir uns, damit wir endlich in diesen Raum gelangen. Schnell öffne das Schloss, bevor Filch zurückkommt. Ja, mit Alohomora. Wir haben jetzt auch wunderbar dieses permanente Schnarchschnurren von Mrs. Norris im Hintergrund, das sehr dominant ist. Flipendo. Ja, das sind aber nicht wir, sondern wir sehen schon, da steht jemand hinter uns und verflucht Ben. Ihr könnt ja auch schon lesen, wer es ist. Es ist natürlich Marula Snyde. Es erwischt Rowan und dann sind wir mit Sicherheit auch gleich fällig, weil wir ja so doof sind und uns nicht umdrehen. Ja. Nur eine Idiotin wie du würde einen feigen Schlammblüter als Wache einsetzen, Lamont. Wir sind ja noch gar nicht zur Tür rein. Ich habe mich gefragt, wie ich die Tür öffnen und die Katze überlisten soll. Dabei musste ich nur dir folgen und warten, bis du es für mich erledigt hast. Da drin könnte ein verwunschenes Verlies sein und niemand wird die verwunschenen Verliese vor mir erreichen. Warum sie da so scharf drauf ist, weiß ich auch nicht. Habe ich schon erwähnt, wie sehr ich Myrula hasse? Geht's dir gut, Ben? Jetzt weiß ich, wovor du mich bewahrt hast, als Marula es auf mich abgesehen hatte. Was machen wir jetzt? Ja, ich würde sie natürlich am liebsten in ihr Unglück rennen lassen. Das Spiel möchte natürlich, dass wir nett sind und dass wir ihr helfen. Wir wissen ja nicht, was sie da hinter der Tür für eine Gefahr erwartet. Und wenn wir das wissen, dass sie da irgendwo reinmarschiert, wo es gefährlich sein könnte, dann haben wir ja schon fast die Verantwortung, ihr zu helfen. Ich rede mir das jetzt gerade schön, aber ja, wie gesagt, das Spiel will das anscheinend und deshalb helfen wir ihr natürlich. Ja, er hat Angst vor dem, was da drin sein könnte, aber er hat noch mehr Angst, allein in diesem Korridor zu sein. Naja, lass uns nachsehen, was in diesem Raum ist. Und was in diesem Raum ist, das werden wir dann in der nächsten Folge in Erfahrung bringen. Denn diese Folge ist jetzt eigentlich sowieso zu Ende und ich denke, da können wir uns das schön aufheben, um dann den verbotenen Korridor zu erkunden. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.